Frage, soll diese Digitalisierung stattfinden? Diese Frage ist längst beantwortet. Es geht gar nicht ohne. Und es gibt auf der anderen Seite auch Youngsters, die bewusst auf analog setzen. Unser Ziel in Fürth ist es, hier einen Kontrapunkt aufzusetzen und zu sagen, entdecken Sie doch mal die positiven Seiten der neuen Medienwelt. Vielen Dank, Frau Reis. Die Fürth, die vierte. Alle Strategien und alles, was wir an Digitalem und im Grunde alles an Kommunikation machen, zielt auf diesen Blog. Die Kanäle, in denen wir arbeiten, das sind natürlich klassischerweise Facebook und Twitter. Wir haben eine kleine Besonderheit, die wir als Kulturveranstalter somit als erste auch bundesweit konsequent nutzen werden. Mit Periscope stellen Sie im Grunde Live-Videos ins Netz. Man kann hier auf dem Bildschirm sehen, die Live-Übertragung und die Kommentare dazu, weil wir haben jetzt 4 Zuschauer. Das ist übersichtlich. Die Zuschauer können mit Hilfe eines Herzchens liken. Vielleicht schreibt man nochmal einen Kommentar. Und Dirk hat das mit den Herzchen verstanden. Hat er zum Erlanger Programm auch noch was zu sagen? Völlig aus. Das Projekt ist ein Kunstprojekt im Kunsthaus, in dem auch Network insgesamt eröffnet wird. Es gibt ein Theaterstück, Get Out of the World, was mit Spielkonsolen arbeitet, wo es die Begrenzung von Besucherinnen und Besuchern gibt. 30 Besucherinnen, die zugelassen sind, weil alle Besucher mit der Spielkonsole im Theaterstück selber agieren müssen. Also in Fürth haben wir eine Klammer. Wir starten mit einer Theateraufführung unseres Ensemble Kult. Dieses Kind- und Jugendensemble und beenden mit einer Theaterperformance. Dann haben wir ein ganz Riesenprojekt, eigentlich das Hauptprojekt, unsere Games-Arten oder Garten für Games, ein Containerdorf im Kulturforumshof, wo sich nur mit Games beschäftigt. Also Games-Arten ist letztendlich ein Wortspiel aus Games, Kunst und den Garten. Eröffnet wird das Ganze am 17.10. mit einer großen Start-up-Veranstaltung im Kulturforum Fürth. Dort wird es ein umfangreiches Bühnenprogramm geben mit 8-Bit-Musik, Cosplay-Contest und anderen Sachen. Besonders am Montag, den 19., werden wir in Kooperation mit Nürnberg das Derby 2.0 machen. Das hier ist der Pokal, den es zu gewinnen gibt aus dem 3D-Druck. Die Gruppe, also praktisch ein Derby, das sowohl in Nürnberg als auch in Fürth gespielt wird,